Recht herzlich willkommen zur 76. Folge von Simotrans. Ja, wir sind jetzt hier wieder an der Brauerei, an der Haltestelle. Der Michael Friedrich hatte mir geschrieben, er hat gesagt, hier sind drei Haltebuchten. Ich habe vier Fahrzeuge, das letzte Fahrzeug steht hier hinter. Hat durch das Auswahlschild natürlich gesagt, gekriegt, du musst dir eine freie Bucht suchen. Die drei besetzt, diese ist im Endeffekt frei. Er fährt hier durch, dahin und alles ist gut. Meint man. Ist aber nicht so. Aber entweder wir können jetzt hier das so machen, dass wir sagen, wir brauchen nur drei LKWs, aber wie wir jetzt gerade sehen, es werden mehr gebraucht, weil die fahren auch gleich durch. Aber das nächste, was wir definitiv machen können, ist, wir machen das Schild hier hin. Ich hatte zwar gedacht, das geht hier nicht hin, tut's auch nicht, hier geht's nicht hin, aber wir können es hier noch hinstellen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, weil dieses hier irgendwie noch ist, aber das reicht wohl aus und die werden dann wohl nicht diese Bushaltestelle noch mitnehmen. Vorsichtshalber würde ich das dann da, glaube ich, auch machen, oder? Ja, machen wir da auch. Nicht, dass da das gleiche passiert wie da. Gut, okay. Damit haben wir das. Können dann mal hier schneller fahren lassen, denke ich, oder? Ja, lassen wir mal gerade schneller fahren. Jetzt steht ja einer schon, dann werden gleich die anderen auch noch kommen. So, jetzt sind drei ja da. Und der vierte, der wartet jetzt auch nicht mehr hier, weil er dahin will. Sondern er wartet da vor dem Schild, bis hier eine Bucht frei ist. Also passt das. Wunderbar. So war es auch gedacht, ne? Okay, das haben wir erledigt. Jetzt ist noch die Sache mit dem Bus. Den haben wir ja hier hingeschickt, dass der zeitlich dann da wartet. Jetzt müssen wir mal gerade warten, bis einer kommt. Da ist er, aber der fuhr leider durch. Aber das soll ja auch so sein, dass der zweite, der danach kommt, dann höchstens wartet, ne? Aber ich glaube, jetzt sind sie gerade sowieso so unterwegs, dass es passt. Der ist auch sofort durchgefahren. Weil wir hatten ja hier eine Mindestbeladung. Könnten aber, wie gesagt, warte mal, dann lassen wir nochmal einen kommen. Ne, da war keiner. Da kommt jetzt der Bus. Den nehmen wir mit. So, jetzt können wir hier auch das aufrufen. Der müsste jetzt weiterfahren, genau, weil er genug Personen drin hat. Und der Michael meinte, wir sollten dann hier nicht eine Mindestbeladung haben oder schon eine Mindestbeladung wohl auch, aber das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, wir können hier ja auch sagen, warte mal ein bisschen, ne? So, das ist jetzt nur die Frage. Ich glaube, ein 32. war dann ein Tag, das hat der Michael auch geschrieben. So, da wartet er immer einen Tag, bis er wieder fahren soll. Machen wir jetzt mal. Nur ein Tag. Doch, ein Tag ist hier relativ lang im Spiel. So, jetzt. Lass ihn kommen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es ist. Ich glaube, da oben kommt jetzt der Bus. Und ich weiß nicht, 10% Beladung hat er. Der würde also sofort eigentlich wieder durchfahren, oder? Sehen wir jetzt. Ich glaube, er wartet nicht unbedingt einen Tag, oder? Nein, er wartet keinen Tag. Das liegt daran, dass er halt diese 10% hat. Er wartet nur, wenn er keine 10% hat, einen Tag lang. Und dann fährt er doch wieder. Jetzt hätte ich gerne den anderen noch gehabt. Da kommt der andere, glaube ich. Den nehmen wir jetzt nochmal mit. Da ist er. Der hat jetzt 17 drin. Das sind auch mehr wie 10%, also fährt er durch. Ja, hat er gemacht. Jetzt kommt er von der anderen Seite gleich wieder, oder? So, wer ist jetzt wo? Der Döbeln Radolf Zell ist der da. Der fährt zur Klosterbrauerei und der auch. Sind beide jetzt auf dem Weg hierher. Ne, der untere hätte jetzt passend. Können wir uns das angucken. Jetzt fährt er hier hin. Ja, aber er wird da wahrscheinlich. Also er fährt definitiv wieder weiter, weil er mehr wie 10% hat. Er hätte keine 10%, kommt aber jetzt drauf an, was er da gerade noch einsteigen lässt, ne? Ja, er hatte 10% und fährt durch. Jetzt machen wir mal den hier gerade einen Test. Machen das nämlich nicht laden. Der fährt da wieder zurück. Wann kommt er da jetzt an? Da ist er. So, und jetzt kommt er an und wird warten.
Sorry, aber er wartet nicht, er fährt gleich weiter. Weil es wahrscheinlich nur auf dem Hinweg gemacht worden ist, ne? Genau so wird es sein. Gut. Lass mal einmal schnell durchlaufen, egal. Ist unterwegs nach Döbeln, kommt aus Döbeln wieder, ist unterwegs nach Radolfzell. Am Markt vorbei. Und da kommt er. Da ist er. So, jetzt steht er da drinnen. Und, ne, ist er noch nicht. Der andere fährt noch. Und jetzt kommt er. Und der darf jetzt nicht fahren. Der muss jetzt warten. Bis der eine Tag vorbei ist. Macht er nicht. Warum nicht? Ja, das ist wieder klar, ne? Klosterauer ist hier oben, ja. 1,32. Ist das so kurz? Nein, das ist wirklich ein Tag. Ein Tag dauert hier aber mehrere Stunden. Ist also auch nicht sofort, dass das weg ist. Versteht wieder keiner, ne? Ich dachte, es wäre immer so. Es funktioniert nur, wenn das an ist. So. Das ist jetzt Klosterbrauerei in die Richtung. Ah, warte mal, hier sind auch 10%. Dann machen wir das doch da auch nochmal. Machen wir auf 16. Nicht laden. Schneller. Ist auf dem Rückweg, ja. Wann kommt er? Muss jetzt hier bald erscheinen, oder? Da oben kommt er. Liegt an dem Nichtladen, könnte natürlich auch sein. Dann machen wir das mal aus. Wir hoffen, dass jetzt nicht gerade 10 Leute einsteigen. Wissen wir sofort. Nö, sind nur 9. So, er wartet jetzt. Hat wahrscheinlich mit dem Nichtladen zu tun gehabt, ne? Das könnte natürlich auch sein, ne? Wartet jetzt, bis da 10 Leute einsteigen und dann fährt er wieder. Drei Passagiere. Oder beziehungsweise, wenn der zweite Tag rum ist. In diesem Fall, ne? Ist die Frage, wollen wir 2 Tage oder wollen wir einen Tag? Ich glaube, wir wollen einen Tag nur. Wie immer falsche Richtung. Gut. Laufen lassen. Laufen lassen. Laufen lassen. Entschuldigung. So. Jetzt fährt er wieder, hatte nur 5 Leute. Passt. So, das Problem sollte dann gelöst sein. Hier passt es auch, weil da das Schild jetzt aufhebt. Also diese Bushaltestelle zählt jetzt nicht mehr dazu. Gehört zwar zu dem Gesamtwerk hier, aber nicht für den LKW. Gut, okay. Dann haben wir das auch gelöst. Jetzt war noch die Frage da. Ah ne, unten hat man noch so ein Problem. Dann müssen wir das da nochmal angucken. Aber hier sieht alles gut aus, ne? Hier müsste man aber hier. Na, da parkt ja keiner mehr. Das haben wir ja weggemacht. Passt ja schon. Fährt nur noch der Bus hin. Alles gut, also. So, dann schauen wir mal hier in die Liste rein. Gewinn ist immer noch Verlust. Wie sieht es hier aus? Ja, das wird sich auch nicht ändern. Das ist halt, ne? Da 13.000 Miese. Dorf ist zu klein für den Bus. Vielleicht sollten wir da auch eine Zeit reinsetzen, dass das nicht so oft passiert, ne? Da wartet jetzt ein Passagier. Der fährt dann zu oft, ne? Hier wartet auch nur einer. Vielleicht sollten wir ihn hier an so einer Bushaltestelle wirklich kurz warten lassen, ne? Dass wir das da ändern. Machen wir mal. Linie ändern.
Wie heißt die Straße? Warte mal, wir können auch zwei nehmen. Untere Lände und Asimov-Weg. Asimov-Weg, da. Machen wir da das. Erwartet einen Tag. Wie viele Leute gehen da rein? Könnt ihr das so sehen? Ne. 58, 1%, 10%. Ja. Oh, ein bisschen mehr. Jetzt ist das Fenster weg, ne? Ist das dahinter liegend? Nö. Oder doch? Ich weiß nicht. 5% sind rundweg drei Leute. Passt. Das war der und da hinten, den mache ich auch noch. Das gleiche in grün. So, passt. Zu. Läuft. Gut. So, der wartet jetzt, bis er drei Leute hat da, oder? Hat er da jetzt mehr wie drei Leute? Okay, kann sein, dass er jetzt mehr wie drei Leute hat, weil er woanders noch welche. Ne, es sind genau drei Leute drin, das passt. So, lass mal gerade weiterfahren. Da waren auch wieder Dreier drin. Läuft. So, er hat 0. An der Bushaltestelle ist keiner. Jetzt gucken wir mal, wie lange der da steht, bis er Dreier hat, ne? Ja, okay, die Zeit war vorher, klar. Die haben wir ja auch noch eingestellt. Alles gut, also. Wie viele stehen denn dann da? Ja, da sind jetzt dann drei schon da. Okay, dann fährt er da ja auch sofort durch. Und hier unten steht er wieder, weil keiner da ist. Müsste man natürlich nur gucken, dass man immer die Bushaltestellen jetzt alle so einrichtet dann, ne? Aber nur die neuen, würde ich sagen. Die alten lassen wir jetzt so bestehen. Passt. Und irgendwann ist das dann vielleicht auch ein bisschen besser mit der Auslastung. Das ist jetzt hier in Hardexen. Da müssten wir das genauso machen. Gucken wir mal hier. Da wartet eine Person und da stellen wir das dann auch so ein, denke ich mal, ne? Kennedy-Straße. Kennedy-Straße. Passt. Lassen wir auch so laufen, ne? So, der fährt fast dahin. Hat keine Leute mit. Weil nach da hinten will auch keiner. Ist klar. Fährt jetzt vor, kommt da an und nimmt wie viele Leute mit? Drei. Also er fährt durch. So, er ist wieder unterwegs mit 32 Leuten nach da hinten. Sehr interessant. Wo wollen die denn alle hin? Ah, jetzt nur einer drin. Wartezeit. So. Wartezeit rum. Läuft. Ja, die 3 fuhr sofort durch. Hat er wieder 3. Ist eine schlechte Bushaltestelle da hinten, glaube ich. Und jetzt wartet er. Okay, aber das läuft ja erstmal, ne? Da war überfüllt, ne? Da erst ausmachen besser. So, der Bus ist auch geklärt. Jetzt haben wir noch einen, das ist der. Der könnte auch noch ein paar Zahlen besser haben, ne? Ich glaube, dann nehmen wir mal diese Bushaltestelle und machen das hier. Römerstraße ist das. Linie ändern. Kloster. Da ist die Römerstraße. 5%, 32.
Super, läuft. Gucken, dass wir so die Auslastungszahlen dann ein bisschen höher kriegen, ne? Okay, wo ist er unterwegs? Das ist ein. Ach, das ist hier der Bus. Okay. Ja, da sollten wir das vielleicht nochmal überlegen oder nicht? Eigentlich nicht, ne, oder? Weil der sollte wirklich nur fahren, wenn es klappt, ne? Jetzt wäre dann noch die Frage, wo willst du es hinmachen? Hier ist keiner. Hier wartet einer. Hier könnte man jetzt was setzen. Machen wir auch. Linie ändern und das ist hier hinten Bauernhof, Betriebshof. Da ist er. Machen wir auch 5%. Und 32 wartet er da auch. Das sind auch drei Leute. Und lass mal schneller laufen. Da kommt er jetzt und steht da. Einer ist da. Ja, einer hat es geschafft, aber wir haben die Zeit mal angehalten. Da hinten das Ballett da, das bringt gar nichts, ne? So, jetzt haben wir 28, 34. Das war jetzt ein bisschen aufgefüllt. Und da wartet er ja anders zeitlich wohl, ne? Naja, okay. Ich glaube, das lassen wir so. Passt dann erst. Der zweite Bus, wo ist der unterwegs? Döbeln. Wo fährt der denn dann lang? Ach, das ist ein Stadtbus ja auch, ne? Jo. Innerhalb von Döbeln. Ups, falsche Taste. Ja, der muss dann auch irgendwo einen Halt haben. Dieser spricht doch dafür, oder? Linie ändern. Platingasse. Die gibt es zweimal. Sollen wir die zweimal machen? Ich weiß nicht. Passt. So. Zweite Mal nicht, oder doch? Hier unten ist er nochmal, komm. Soll nicht schaden, oder? Läuft. So, fährt durch. Wahrscheinlich fährt er sowieso einmal durch, ne? 60 ist jetzt voll besetzt vom Hafen weg. Ja, fährt er sowieso durch, weil, ne, da hat er drei abgesetzt. Jetzt war er auch da, hat schon wieder 10 Leute. Na, lass mal so. Läuft. Wo ist er unterwegs? In Adenau. Da müsste man das bei so einer Bushaltestelle jetzt hier in Adenau machen. Linie ändern. Wo ist jetzt dieser? Da ist er. Zack, zack. Passt. Wir stehen da überhaupt so. Zwei. Okay, das geht ja dann auch. Wie bleibt er an Bord? 37, das passiert sogar noch eher. Da müsste man vielleicht überlegen, das Fahrzeug auch mal auszuwechseln, oder? So, der fährt plus. Das ist ein LKW, da machen wir jetzt nichts. Den lassen wir so.
Gut, dann sind wir aber auch schon mit den ganz großen, schlimmen Wagen durch, würde ich sagen. So, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erstmal wieder reichen. Nächstes Mal gucken wir wieder nach. Oder wir können das auch noch gerade jetzt machen. Ups, daneben geklickt. Ob wir irgendwo noch ausbauen können. Jetzt haben wir gerade. Radolfzell. Ja, ist abgedeckt. Döbeln. Ist abgedeckt. Adenau hatten wir, ne? Ist abgedeckt. Gehen wir nach Lauter. Da ist mal was ausgebaut, aber noch kein Gebäude. Sondershausen ist noch nix. Plotho ist noch nix. Sind wir hier schon gut weiter. Da wird es nicht lange dauern, bis da ein Haus kommt. Und hier müssen wir was ausbauen. In Waldeck. Sieht's hier aus? Ja, das kann auch nicht mehr lange dauern. Hadexen, hatten wir gesehen, ne? Passiert auch nichts. Und die kriegen es auch noch nicht hin. Okay, dann wissen wir, Waldeck, nächste Folge. Okay, und dann sage ich ganz ehrlich, nicht ganz ehrlich, sondern recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.